Olli, der Boss von Lonien Tattoo. Tanja, die Ex von Olli. Und Sohn Philipp, der Nachwuchstätowierer. Antoinette, Oma und Buchhalterin. Und Katharina, die Uroma und gute Seele. Seit mehr als 13 Jahren ist Olli Lonien jetzt im Tattoo-Geschäft. Hunderte von Tattoos hat er gestochen, doch selbst Meister brauchen ab und zu Rat. Den sucht Olli bei Gasttätowiererin Tara. Soll dieses Motiv eher dreidimensional, also tief sein, oder aber zweidimensional und somit flach wirken? Im Hin und Her. Nur an den, an den Rückenschuppen anschließen und dann. Ja, ich mach's ja normal immer so, wie du gerade sagst. Aber ich, das habe ich halt hier gesehen und finde es eigentlich irgendwie geil, weil es so flach ist. Generell ist es so, dass man sich gerne mal auf abgetretenen Wegen aufhält und Sachen mal so macht, wie man sie immer schon gemacht hat. Und manchmal muss man versuchen, mal was anderes zu probieren, beziehungsweise so ein bisschen festgefertigte Strukturen aufzubrechen, um seinen Stil ein bisschen weiterzutreiben. Mario will diesen Drachen auf seinem Rücken haben. Er ist extra mit Ehefrau Jeanette vom Bodensee nach Trier gereist. Der 37-Jährige hat eine Narbe unterhalb seines Nabels. Mit dem Tattoo will er von diesem kleinen Makel ablenken. Also die Grundmotivation war eine schwere Operation in der Kindheit. Und da habe ich eine hässliche Narbe davon getragen. Und ich wollte irgendwie meinen Körper verschönern. Habe mich das aber dann nie getraut. Und vor 3 Jahren dann ein persönlicher Schicksalsschlag, der hat mich dann dazu bewegt. Nach dem Tod seiner Oma hat sich Mario für bedeutungsschwere Symbole entschieden. Der Drache soll für Glück, Wasser für den Lauf des Lebens und Kirschblüten für die Vergänglichkeit stehen. Ich habe ihn ohne Tattoos kennengelernt und finde es aber schön, dass er Tattoos hat und auch so groß ist. Und vom Motiv her finde ich das sehr schön, das gefällt mir sehr gut. Olli baut seine Tätowiermaschinen grundsätzlich selber. Dies macht er auch immer noch für seinen kleinen Bruder Daniel, der früher mit ihm in einem Laden gearbeitet hat. Alles klar. Bestens. Tipptopp? Ja, tipptopp. Wenn es die Zeit zulässt oder es ein technisches Problem gibt, kommt Daniel vorbei. Das ist wie eine Maschine von dir hier, gell? Das ist der Kondensator im Arsch. Das ist von mir, die? Mhm. Müsste eh noch auf Garantie gehen, oder? Die Garantie ist schon abgelaufen. Bist du hier, lass mal schon mal her rein. Ah ja, super. Gut, dann bin ich wieder weg. Ja, hau rein, ne? Bis später. Spät. Tschüss. Bis dann. Ja, natürlich sind wir miteinander verbunden, auch wenn wir räumlich getrennt sind. Aber für mich war es halt damals so, dass ein großer Laden war mir zu stressig gewesen, weil ich lieber in ruhigerer Atmosphäre arbeiten. Und das ist der einzige Grund. Ja, ich denke, er weiß auch auf jeden Fall, dass ich, egal worum es geht, auf jeden Fall immer hinter ihm stehen werde. Und eben auch, ob das jetzt eine Kleinigkeit ist oder eine große Sache, immer helfen werde, egal was passiert. Das versteht sich von selber. Gast-Tätowiererin Tara hat unterdessen eine ganz spezielle Kundin. Silke und ihr Motiv werden Taras Ausstellungsstück auf der Tattoo-Messe in Berlin sein. Auch wenn lediglich letzte Ausbesserungen gestochen werden sollen, muss Tara ganz genau aufpassen. Das Tattoo sieht bisher gut aus. Ein bisschen was nachstechen, ansonsten ist alles gut abgeheilt. Die Farben kommen gut rüber. Also, ich bin mal zuversichtlich. Für Silke ist es das erste Tattoo und dann gleich so ein großes. Eine Entscheidung, die ihr dennoch recht leicht fiel. Es ist eine bewusste Coververänderung. Ich meine, wenn andere Frauen sich die Brüste vergrößern lassen, lasse ich mir halt den Rücken tätowieren. Und weil es mir halt, es ist mein Ausdruck, dass es mir gefällt. Olli, komm dir das mal angucken. Ob Tara mit ihrem Werk die Jury in Berlin überzeugen kann? Sie ist gespannt auf das Urteil von Olli. Du hast auf jeden Fall ein Meisterstück hingelegt und ich würde auch sagen, dass du damit auf jeden Fall in Berlin gut abschneiden wirst. Kann man vorzeigen, meinst du? Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, damit trittst Restdeutschland kräftig in den Allerwertesten. Man will halt schon auch die Wahrheit hören. Also wenn irgendwas jetzt nicht so toll ist, ist es ja besser, man kriegt es gesagt und verbessert es dann, als wenn jeder immer nur tut, ja, ist gut und eigentlich sind da noch enorm Fehler drin. Bis zum Abend ist Olli mit dem Drachen auf Marios Rücken fertig geworden. Machen wir Schluss für heute. Für Olli schlägt jetzt die Stunde der Wahrheit. War die Entscheidung für die dreidimensionale Gestaltung richtig? Das Urteil darüber fällt letztlich immer der Kunde. Absolut happy, das gibt einem Kraft, das ist wie so ein Schutzschild.
Das fühlt man, obwohl man es gar nicht sieht. You gotta fight for your right. Absolut geil. Danke. Normalerweise hätte Olli jetzt Feierabend, aber da ist noch die Maschine seines kleinen Bruders, die er reparieren muss. Alles klar, geht doch. Mit Jaguar, Freundin und Hund geht's zum 500 Meter entfernten Studio von Ollis Bruder. Daniel Lonien hat noch einen Kunden und will seine Lieblingsmaschine gleich ausprobieren. Doch dazu muss erst einmal ein Gummi drauf. Die Frage ist nur, was für einer? Was machst du mit den Haargummis? Die Arschhaare zusammen drauf. Ja, genau. Hier. Ich sage, jede zweite Frau, die lange Haare hat, die hinten irgendwo Tattoo will, hat dann keinen dabei, wenn sie zum Termin kommt. Also bei Kick, 100er Pack gekauft, gibt es doch klassisch als Präsent mit Erinnerung an dieses Tattoo-Session. Von dieser Geschäftsidee ist selbst Olli überrascht. Ja, einwandfrei. Vielen Dank. Räumlich getrennt, aber immer noch ein echter Clan, die Lonien-Brüder.